Dawn of War 2 Chaos Rising. Es geht weiter. Hallo Chris. Hallo. Und wir haben die Mission Lord des Chaos. Hören wir mal rein. Wir müssen diesen Aufschneider vernichten. Dem stimme ich zu, Kommandant. Wir können nicht zulassen, dass er uns und den Imperator als Feiglinge bezeichnet. Wenn wir diesen Verrückten angreifen, darf es kein Zurückweichen, keinen Rückzug geben. Und ihr erinnert euch vielleicht, das hatte der Chris in der vergangenen Folge, glaube ich, angesprochen. Jetzt ist es soweit. Besiegen Sie Argas, den Plünderer. Das Erteilen eines Rückzugsbefehls, also Drücken von X praktisch, wird Korruption verursachen. Avitus wird korrumpiert, wenn er nicht zu diesem Einsatz eingeteilt wird. Er hat dann dazu auch noch was zu sagen. Und Bonusinfo, starke gepanzerte Fahrzeuge patrouillieren in dieser Gegend. Nutzen Sie Fahrzeugabwehrwaffen. Solche Marines sind sehr hartnäckig und auf kurze Entfernung tödlich. Uhuhuhu. So, Avitus, hau raus. Genug. Ich kann hier nicht länger im Orbit sitzen, während dieser verräterische Abschaum lebt. Ich schwöre, ich werde den Todesstoß selbst setzen. Na, das werden wir noch sehen. Ich würde behaupten, Tarkus tötet ihn mit einer Granate. Oder aber ich mit einem kleinen Feuerwerk der Gefühle. Ladezeit, ich fasse es gar nicht. Ja, ich warte schon die ganze Zeit auf dich. Schlimm. Echt mal. Endlich zeigt ihr eure Gesichter. Habt ihr eure Furcht endlich überwunden? Wir kennen keine Furcht. So, ich weiß nicht, wollen wir dann hier uns irgendwie diese Station sichern, also diese Satellitendingens da, oder? Der Schrein wäre hilfreich. Verräterischer Abschaum, ich werde dich jetzt und hier töten! Sehr beeindruckend. Ihr habt mehr Stahl als der Rest eures wimmernden Ordens. Freut euch, Brüder! Euer Sklavendasein unter dem falschen Imperator endet heute! Das Einzige, was heute endet, ist ein wertloses Leben. Ja, und zum Warp mit Befehlen und Nettigkeiten. Noch nicht ganz, kleine Blood Ravens. Zuerst eine Prüfung. Begebt euch zum Schlachtfeld, das ich ausgewählt habe. Eliphas, öffne das Portal! Ja, Lord. Na toll. Gut, wie kommen wir denn zu diesem Schrein hin, ist die Frage. Teleport wird nicht funktionieren. Gibt es hier auch einen Verbindungsgang irgendwie? Ich überlege gerade. Nee, geht das nur mit Teleport. Nee, da kommen wir auch mit Teleport nicht rauf, weil das für eine andere Mission ist. Echt? Naja, wir kommen auf die nochmal zurück. Okay. Ich könnte mir fast vorstellen, wenn es jetzt nicht wirklich durch die Mission begrenzt wird, dass ich an sich von der Entfernung her das schaffen könnte. Nee.
So weit. Aber hier unten, dann können wir uns das Kommunikationssignal, glaube ich, holen. Nee, das ist auch schon... Nee, die Brücke ist kaputt. Da kommen wir nicht rüber. Naja, töten wir erstmal hier alles. Ich meine... Tut uns ja nicht weh. Töten? Ich werde gleich getötet, wenn das weitergeht. Also mehr wie Sperrfeuer kann Avitus auch nicht machen. Und seine Fähigkeit. Infanterie mit weniger als 20% Gesundheit wird sofort getötet. Unterwegs. So. Denk dran, nicht X'en. Ich versuch's. Hoffentlich komme ich nicht mehr aus Versehen drauf. Ich verklick mich ja gerne. Na, ich hole mal den Verstärkungspunkt da unten. Boah, ich glaube, wenn auf mich einer mit so einer fetten Rüstung zu rennen würde, würde ich mir ein bisschen in die Hose machen. Ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Wenn ich noch dazu komme, mir in die Hosen zu machen. Ja, ne? Ich glaube, wenn so einer auf dich zurennt, dann hast du ganz andere Sorgen. Aber ich hätte gern, ich würde ja gerne eine Disco eröffnen und dann zwei von den Typen als Türsteher. Glaubst du, du hast irgendwelche Probleme? Ja, und wenn, dann hast man sie nur einmal, also. Und ich glaube, gegen die wird auch keine Klage wegen Mordes erhoben oder Totschlag oder... Weil dann würde es höchstens einen Gerichtsprozess unter freiem Himmel geben. Mit Kettenschwert gegen Kettenschwert. Und dann würde es, glaube ich, auch nicht heißen, der Staat gegen Captain Aramus. Sondern Ehrenduell. Na komm, Aramus, räum ein bisschen auf hier. Was macht denn der? Der steht dort völlig verbuggt rum. Jetzt rennt er zurück. Was ist denn hier kaputt? Oh, nee. Ich werd bekloppt. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, irgendwie bislang eine etwas unspektakuläre und nicht sonderlich motivierende Mission. Ich fand erinnerst du dich an die Retribution-Mission mit, den, mit dem Rat der Elder, der sich immer hin und her teleportiert? Mhm. Ich erinnere mich. Fast dasselbe. Geil. Aber hatte ich schon fast vermutet. Stimmt, sonst hätte ich die Frage nicht gestellt. Ja. So. Ich renne mal eben rein. Oder auch nicht, weil er an der Treppe stehen bleibt. Nein, ich mag keine Treppen stehen. Nichts kann mich aufhalten, außer diese Treppe. Erinnert mich an Claptrap. Stimmt. Und jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Nein, Treppe. War das... Ach nee, das war Borderlands 2, ne? Wo? Ja. Was wir übrigens nicht als Let's Play machen werden. Nee, das... nee. Das wäre too much. Ja, ich hab's immer noch nicht durch, das Spiel. Ja, ich inzwischen ja, weil Laurenz mir auf den Zünder ging. Ja, ich lass mich von sowas selten beeindrucken. Ich bin einfach dann zu schnell gelangweilt von sowas. Ich hab auch The Pre-Sequel noch nicht. Ich hab auch nicht vor, mir das jemals zuzulegen. Naja, zumindest nicht so lang so teuer. Ja, auch so, das, was ich gesehen habe, hat mir null gefallen. Also irgendwie
ein sehr bemühter Humor. Ich meine, das war natürlich immer flacher Humor. Aber in dem Fall sehr, sehr schlecht, meiner Meinung nach. Hat auf mich gar nicht gewirkt, irgendwie, was ich da so gesehen habe. Ich finde die Story noch flacher wie sonst schon. Ja gut, ich kenne die von Borderlands 1, kenne ich nicht. Und an sich ist halt alles so, ich finde die Charaktere komplett uninteressant. Und ob man das jetzt... Ja, Lord. Feigling, du wirst nicht entkommen! Ja, und ob man das jetzt halt unbedingt gespielt haben muss, ist halt die Frage. Also den ersten Teil fand ich schon nicht schlecht. Wir haben einen Weg voraus. Wir können dies jetzt zu Ende bringen. Jetzt kommen wir da hoch. Medizinisch. Ja, siehst du, so schnell kommt man von einem Thema ins andere. Das ist Wahnsinn. Nur wegen einer Treppe. Vor uns liegt ein Schrein. Er wird sicher gut verteidigt, aber es würde uns... Ach, das ist aber zum Schreien, dieser Schrein. Haha. Ich hatte kurz überlegt, ob ich den bringe, aber... selbst ich habe mich dagegen entschieden. Ach, weißt du. Naja. Man ist schlechten Humor von mir gewöhnt. Erledigt. Weiter. Den hat's voll zerrissen. Oh. Es lohnt sich tatsächlich mal ein bisschen näher hinzuschauen. Dazu gibt es diese Zoom-Funktion. Ja, aber es ist immer so unübersichtlich. Blut für den Blutgott. Oh, hallo, da kommt er angetippelt. Es ist schon tot. Quasi. Luftangriff. Ja, der Luftangriff lohnt sich nicht. Ich habe gerade eben einen Devastor zerlegt. Was, Devastor? Hat sich einer gerade bei mir selbst zerlegt. Wie denn das? Der ist explodiert. Ich könnte jetzt natürlich Bezüge bringen auf aktuelle politische und... Na, egal. Oh. Ja, lassen wir das. Wir wollen okay, das muss ich aber bringen. Nee. Jetzt ist... Nee. Jeder, der sich annähernd mal bemüht hat, in den letzten Tagen Fernsehen, Radio oder irgendwas einzuschalten oder auch nur Internet, der hat das ja eh schon mitbekommen, von daher... Lassen wir es einfach so im Raum stehen. Ja, dann kann ich ja mal mit meinen Verschwörungstheorien kommen. Ah, nee. Ich war ja letzte Woche am Montag zum Einstellungstest beim Finanzamt gewesen. Okay. Für ein duales Studium im Wirtschaftsrecht. Also das, was ich jetzt auch studiere. Und da gab es am Ende, also erstmal sowieso ganz beruhigend, ja, sie bekommen gleich drei Aufgabenteile, Mathe, Deutsch, und einen Allgemeinwissenstest. Und zur allgemeinen Beruhigung läuft ein großer Timer von diesem Beamer an die Wand gebeamt, um sie alle zu beruhigen, wie viel Zeit sie noch haben. Ab jetzt. Zack und dann. Und an der Wand lief ein großer Countdown. Total beruhigend. Wahnsinnig, ja. Ja. Und dann, so das Schlimme haben sie geschafft, jetzt dürfen sie in 15 Minuten noch einen dreiseitigen Aufsatz schreiben. Und das Thema... Wirklich dreiseitig? Nee, der hat gesagt, aber so zwei Seiten wären nicht schlecht. Gottes Willen. Da hätte ich gerade mal ein Konzept verfasst, weil ich da immer ewig brauche bei meinen Ideen. Ja, und bitte? Das war letzte Woche Montag. Ja. Und total creepy war gewesen. Die haben die Frage gestellt, was man von den Terroranschlägen in Frankreich hält. Okay. Wann waren die? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wann waren die denn am Mittwoch? Nee. Merkst du was? Weiß ich nie. Ja, wann war die am Mittwoch? Weiß ich nie. Ich weiß nicht. Mittwoch. Hä? Die fragen Montag danach. Sehr kurios. Aber doch, es gab doch davor schon mal... Ja, einen gab's davor.
Ja, naja. Sie haben nach den Terroranschlägen gefragt. Ja, na gut, das... Ich fand das, am Wochenende habe ich mir das nochmal so durchdacht. Ich fand das echt creepy. So, ich bin ja sowieso ein ziemlicher Verschwörungstheoretiker. Ich sehe ja in fast allem eine Verschwörung. Gut, der Anschlag aufs World Trade Center war eine Verschwörung. Aber das fand ich dann schon... Ja, also ich denke, bezeichne das mal als grenzwertig. Also das mit den Anschlägen, das sagen ja viele, also auch wenn es nur ein Anschlag ist, aber irgendwie, da wird doch immer dazu, oder also in den Medien wird doch dann eigentlich immer Anschläge gesagt, egal ob das jetzt ein Anschlag war oder nicht, oder? Also würde mich jetzt nicht so verwundern, diese Formulierung. Aber wie gesagt, ich fand das halt... Ja, okay, es ist seltsam. Man kann, also, ja, aber ja, naja. Aber eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Und hinterher habe ich ein paar andere gefragt, die da mit bei waren. Na, Ulf, sag mal, fandet ihr das nicht auch seltsam? Oder am Wochenende, ich kenne ja einige von denen, die da waren, haben wir dann auch so über Skype telefoniert und dann auch so, ja, fandet ihr das nicht auch ein bisschen seltsam? Hä, wieso denn? Ja, da hatten ja die Fragen vor den Anschlägen, was wir von den Anschlägen halten. Ja, also das würde ich jetzt nicht so... Also ich meine, warum ausgerechnet die Bank? Oh Gott. Das war nicht die Bank, es war das Finanzamt. Ja, aber was haben die damit zu tun? Ja gut, beim BND wurde ich letztes Jahr gefragt, was ich von der NSA-Spionage-Affäre halte. Viel. Ich möchte natürlich auch sehr gern daran teilhaben. Sie sind eingestellt. Jawohl. Läuft. Wir halten jeden Monat eine Reise nach Amerika, um Akten rüberzubringen. Voll finanziert. Inklusive Auslandsbonus. Ja. Ja, aber auch die Frage fand ich schon schlimm. Eigentlich soll man ja seine Meinung hinschreiben, aber im Endeffekt will sie keiner wissen, weil man soll das schreiben, was die Regierung sagt. Ja. Ja. Ja, also brauchen sie so einen Dreck gar nicht bringen, ganz ehrlich. Das ist ja wie die Frage nach der politischen Orientierung, das muss man ja eigentlich nicht, also das ist doch im Prinzip ähnlich. Muss man darauf antworten? Nein, das ist eine nicht zulässige Frage laut Arbeitsgesetz. Man ist nicht verpflichtet, darauf auszusagen. Und wenn man dazu was sagt, muss es nicht die Wahrheit sein. Es ist wie die Frage, ob du schwanger bist. Hm. Man kann bei lügen und das kann einem hinterher, darf einem hinterher nicht als Nachteil ausgelegt werden. Ja, du bist ja selber schuld, wenn sie so eine Scheiße fragen. Richtig, was wir nicht dürfen. Ist ja wie bei der Fahrschule. Ich hatte bei meiner Fahrschulprüfung eine Aufgabe, wo ich aus dem Auto aussteigen musste. Ich hätte das verweigern können, aber ich wäre schon blöd gewesen, weil es war total einfach. Aber es ist genauso, es müssen theoretisch, es ist jetzt natürlich in der Vergleich hinkt, aber fällt mir jetzt gerade dazu ein, die Fragen oder wie nennt man das hier? Die technischen Fragen, genau, technischen Fragen, die müssen theoretisch innerhalb der Kabine beantwortbar sein. Also du bist nicht gezwungen dazu auszusteigen aus dem Fahrzeug. Die dürfen dich dazu nicht bringen, genau. Weil es ja eine Fahrprüfung ist und keine Technikprüfung. In der Theorie ist es halt anders. In der Theorieprüfung, da durfst du es fragen, weil es ja zu den technischen Gegebenheiten des Fahrzeugs gehört. Oh Gott. Hä? Was sind die denn gerade hingesprungen? Ja, naja, auf jeden Fall, das fiel mir dann auch nur so auf, weil ich hatte mich nämlich noch so davor belesen, was und wie und bla, wollte mich ja gut vorbereiten. Und da dachte ich mir so, naja, klar, aber der Typ war mir, naja, egal, lassen wir das. So. Ich hatte einen Wessi als Prüfer, das war, glaube ich, alles. Ja, bei deiner Art und Weise. Ich bin ja sowieso immer beliebt bei westdeutschen Leuten. Ich glaube, du bist beliebt bei allen Leuten. Ich mache mich nur beliebt, ich habe auch nur Freunde. Ich meine, was ich Feinde kenne ich überhaupt nicht. Nee. Ach, du bist doch immer so tolerant und zuvorkommend. Ja, bin ich eigentlich auch, aber nur gegenüber Leuten, die mir in Kram passen. Wozu soll ich freundlich zu Leuten sein, die ich nicht leiden kann? Sehe ich nicht ein. Also. Nur ja, aber das ist ja Toleranz, auch gegenüber anderen aufgeschlossen zu sein.
über anderen ethnischen Gruppen. Also du kannst ja nicht. Toleranz ist, das widerspricht sich ja. Wenn du nur gegen manche tolerant bist, dann bist du nicht tolerant. Naja, doch, dann bin ich teiltolerant. Ja, wow, aber. Naja, zum Beispiel der Optimist sagt doch auch, ich wurde gestern halb lebendig geprügelt. Eine Sorge weniger. Obwohl nicht so richtig. Er hat bloß noch 65.000 Leben. Ja dann. Avitus hat 1.100. Aber auch abseits der Story interessante Gespräche. Ich finde das eigentlich ja gar nicht so schlecht. Ich habe mich immer ein bisschen geziert mit diesen Off-Topic-Sachen, aber letztlich, gerade bei solchen Missionen, wo es im Prinzip halt einen Haufen Pausen gibt, das ist wie bei Mafia 2, wenn ich dort 50 Stunden durch die Prärie fahre, ist es auch nicht gerade spannend. Und da kann man ruhig schon mal ein paar Off-Topic-Themen mit einbeziehen, finde ich. Dieses Mal gibt es keine Flucht. Ja. Ich glaube, ich bekomme gleich wieder Ausrüstung. Ach, das war schon die Mission. Das war ja einfach. Ja, ouch. Aber das war nicht so nervig wie die Teleport-Mission mit den Eldar. Weil die haben sich doch auch unregelmäßig teleportiert. Richtig, und der hat sich nur bei einem bestimmten Prozentsatz Leben. Genau. Teleportiert. Das war echt mies. Ein passender Tod für den Anführer von Verrätern. Das ist wahr, aber welches Spiel spielt Eliphas? Er ist gieriger und ehrloser Abschaum. Er sah seine Chance auf Macht und hat sie genutzt. Und die Aussicht, dass Eliphas mehr Macht bekommt, beruhigt sie? Kommandant, noch eine Übertragung von Captain Diomedes von der Ehrengarde. Er hat Gabriel Angelos zu einem Abtrünnigen erklärt und befiehlt unsere Rückkehr nach Calderes. Ich habe auch weitere Informationen über den Apothekarius Galan und seine Expedition an Bord der Gerichterkadaver gefunden. Ui, 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 ui. So, dann lassen wir noch mal Captain Diomedes. Nee, erst Thule. Erst zu. Ach hier. Ach da. Das ist Wahnsinn. Gabriel ist ein Verräter. Wir müssen die Korruption in der Ehrengarde bekannt machen. Wir müssen nach Calderes gehen. So, gut, dann jetzt weiter. Jetzt Diomedes. Zum Tode verurteilt. Der abtrünnige Angelos ist mit dem Schlachtkreuzer Litanei der Wildheit geflohen. Ich, Captain Apollo Diomedes, erlasse diese Erklärung mit voller Autorität von Azaria Kyras, dem Ordensmeister der Blood Ravens und Bewahrer des Librariums. Wissen ist Macht. Bewachen Sie es gut. Die Aufzeichnung, die sie abspielten, als sie den Logikantrieb an Bord der Gerichterkadaver aktivierten, war nur eine von vielen in den Archiven. Hören Sie sich auch diese Aufzeichnung an. Der Imperator hat uns ein Wunder gewährt. Bei der Bewachung der Leichen unserer Brüder an Bord dieses Wracks haben wir einen Überlebenden gefunden. Skriptor Kyras ist wieder für den Orden da. Und diese Aufzeichnung etwas später. Heute fiel Bonnard hart. Er wurde von einem weiteren Dämonen der dunklen Götter getötet. Alle unsere Ausgänge wurden versiegelt und unsere Signale können nicht gesendet werden. Wir sind in der Falle. Kyras Psi-Kräfte haben uns bereits mehrere Male gerettet. Aber wie kann er mich gegen die Stimmen verteidigen, die ich im Dunkeln höre? Wie soll irgendwer von uns das tun? Der Riss der Aufzeichnung ist durch alte Kodierungsriemen geschützt.
aber die erinnern erstaunlich stark an die Riten, die unseren Verräter maskieren. Und es sind dieselben wie die von Kyras. Der jetzt Ordensmeister und Skriptomagister der Bloodravens ist. Möge der Imperator uns beschützen. Was ist mit Galan selbst passiert? Er dient in der Ehrengarde des Ordens. Ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Also gefällt mir echt gut so der Verlauf der Kampagne. So, da würde ich sagen, schauen wir uns nochmal den Davian an. Ich hoffe, man hört dann den Heli im Hintergrund nicht zu sehr. Ich versuche das mal ein bisschen rauszuretuschieren. Warte mal noch. Bei mir steht gerade Warten auf ZHP Nick. Kann gerade nichts tun. Hoffentlich ist jetzt nichts abgeschmiert. Also ich bin durch mit allen Gesprächen. Naja, bei mir spricht der Dings noch, der Martellus. Ah, okay. Startet das bei dir eigentlich automatisch, wenn ich draufklicke, nee, oder? Nee. Muss immer extra. Ach so, na dann ist das natürlich ein bisschen blöd. Also ich höre immer dann, wenn du klickst, dann klicke ich auch. Mm, okay. Was bei mir steht halt, also ich sehe das Fenster von dem Martellus, also sein Gesicht, kein Text. Und warten auf ZHP Nick. Vielleicht muss ich das Fenster nochmal schließen? Jetzt irgendwie? Ja, es geht vorwärts. Ah, okay, dann lag es daran, dass ich gerade das Skill-Fenster geöffnet hatte. Jetzt geht bei mir nämlich auch der Text weiter. Ah, sehr schön. Gut. Dann warten wir noch auf Chris. Jetzt bin ich auch soweit. Okay. Ich habe übrigens, also Jonah hat schon ein Level abbekommen. Ich habe in der Zeit fix die Punkte verteilt, zweimal auf Nahkampf. Okay. Damit er in Richtung Buch der Erde kommt. Und dann haben wir ja den guten Thule. Der hat auch noch einen Punkt frei, weil ich den anderen schon auf Detonation gesetzt habe. Und wird auf... Ja, mir ist es eigentlich egal. Den werden wir eh nicht mehr mitnehmen. Ach komm, hier nochmal Nahkampf, oder? Ey, wir kriegen die Punkte eh nicht mehr voll. Also. Ja, Nahkampf. Wurscht. Dann haben wir einen Ausrüstungsgegenstand bekommen, namens Bionik-Implantate. Wenn sie, um diese Kampfdisziplin zu verbessern, erhöht die Stärke um 2. Warte, wie ist das? Verfügbare Verbrauchsgegenstände, ganz unten. Ach so, Verbrauchs... Ah, okay, ja. Hm. Beinahe habe ich draufgeklickt. Hm. So, nun ist es ja so, dass Jonah noch ein Level abbekommt. Hm. Den will ich ja auf Buch der Erde bringen. Das sind genau 2 Punkte. Auf. Nahkampf. Buch der Erde. Ach ja, das Buch der Erde, da steht's. Okay. Hm. Genau. Nun würde ich ja diesen Gegenstand nutzen, dass er auf Buch der Erde sofort kommt und die restlichen 2 Punkte in Energie stecken. Ja, also. Ich brauch sie nicht. Ja, weil Thaddeus und Aramus sind beide fast voll mit Nahkampf und der Aramus würde eh nicht mehr auf den letzten Skill kommen. Ja, und ich habe jetzt nicht gerade vor, irgendwelche Spezialwaffen zu tragen oder so mit dem Aramus, von daher mach einfach, ja, klingt gut. Da sehen wir den jetzt auch nochmal ein bisschen häufiger. So, nun hat er sein schönes Buch der Erde bekommen. Schick. Ja, nur ist das Schlimme, nur hat er einen Zubehörslot zu wenig. Weil er hat ja diese supergeile Kuppel bei. Buch der Kraft. Und dazu noch Siegel des Wächters. Buch. Mhm. Und Siegel des Wächters macht ja, dass die Kuppel, die ich rufen kann, die schützt eigentlich nur gegen Fernkampfschaden, also was Defensives. Sorgt dafür, dass Feinde, die in der Kuppel stehen, geblendet werden, also weniger Genauigkeit haben. Gleichzeitig sorgt es für Explosionen darin, sodass Feinde geschädigt werden. Und gibt plus 5 Gesundheitsregeneration und 25 Gesundheit. Ja. Hm. Ja. Aber wenn... Hm. Ja, und das... Also könntest du jetzt theoretisch 2 Bücher mitnehmen? Oder... Ja, ja, klar. Bloß dann müsste ich halt Siegel des Wächters rausnehmen. Ja, oder du nimmst einfach das Buch der Wut raus und... Da bekomme ich diesen Blitzangriff da, der diese ganzen Explosionen im Weiten umkreist. Also eine Fernkampfattacke. Ja, aber ich meine,
Jetzt musst du dich entscheiden. Ich glaube, wir gucken erstmal sonst wegen Ausrüstung. Ich überlege es mir und dann überlege ich es mir in der Pause. Ich würde sagen, wir machen das allgemein alles in der Pause, falls jetzt, also eigentlich ist ja groß nichts mehr zu tun. Okay. Da kannst du dir so in Ruhe mit dem Jonah überlegen. Wir machen dann für heute sowieso erstmal Pause und wir sehen uns dann sehr gern in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Bis dahin. Tschüss.